So Leute, willkommen zu einem weiteren Part Pokémon und wir sind hier in der Pokémon-Liga. Für mich ehrlich gesagt kein großer Kampf, wenn ich ehrlich bin. Für mich ist der größte Kampf eigentlich nur der Kampf gegen Ash. Ich bin Koga, einer der Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in der Dunkelheit. Mein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten. Verwirrung, Schlafgift. Auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft alleine, das wirst du noch herausfinden. Ja, du mich auch. Ja, als erstes Ariados. Das habe ich noch so im Kopf. Und der Rest, ich weiß auch noch, dass er einen Fostaker und Slimer hatte. X-Bad hat er, glaube ich, auch noch, aber da setzt es dann bei mir aus. Fliegen. Da bin ich jetzt mal... Nein! Wenn ich nicht treffe, ne? Na, egal. Und Gigasauge, das bringt's auch so gegen einen X-Bad. Kollege. Das waren 3 KP, die du mir abgezogen hast. Dann machen wir jetzt auch mal Flügelschlag. Und je nachdem, wie viel es abgezogen hat, noch ein Sternschauer hinterher. Sternschauer trifft nämlich 100%ig, da Sternschauer eine Attacke ist, die nie daneben geht. Meines Wissens. Ich hoffe mal, der heilt sein Drecksviech nicht. Okay. Das machen die anscheinend irgendwie nur bei dem... bei deren besten Pokémon, habe ich so das Gefühl. Bei Fohlen hat der eine das nur bei Xatu gemacht. Das war das auf 42. Omod, genau. Oh, ja! Es ist schon ein bisschen später, Leute. Ich bin noch ein bisschen müde irgendwie. Naja, egal. Flügelschlag. Ich meine, das dürfte auch das letzte Käfer-Pokémon sein, was der wirklich einsetzt. Danach kommt eigentlich nur noch so Käfer-Stahl und Gift-Flug. Und Gift. Sternschauer, komm. Da kriegst du hin, X-Bad. Ja, sag ja. Die Verwirrung interessiert dich kein Stück. Oh, kurz was getrunken, Leute. Forstelka. Ich meine, ich könnte gegen Forstelker noch relativ gut antreten. Aber dann lasse ich mal. Ich lasse mal Suicune in den Kampf. Auch wenn es verreckt, ist mir egal. Ja, das ist ja wunderbar. Was hat das nochmal für Attacken? Genau, Blubstrahl. Können wir einfach mal nutzen. Oh, wie schön stark das ist. So rein gar nicht. Ja, Stachler ist eine Attacke, die betrifft nicht das Pokémon, was aktuell im Kampf ist, sondern die Pokémon, die danach in den Kampf kommen. Oh, oh. Ich glaube, das heißt, mein Suicune ist tot. Aber wenn es das überlegt, dann ist es wirklich etwas Krasses. Mann. Okay. Hey, warte mal, der hat jetzt noch einen Slimer und einen X-Bad. Ich denke einfach mal, der setzt seinen X-Bad ein. Wenn nicht, dann kämpft halt Magneton gegen Slimer. Habe ich auch nichts gegen. Ja, ist ja nicht so, als würde Magneton fliegen. Spastenpack, Alter. Ja, ich nehme den Part, der Part ist immer noch direkt nach dem anderen. Deswegen bin ich immer noch so ein bisschen total aggressionsgeladen und habe total Wut im Magen, weil ich immer noch weil ich kein verkacktes Drecksviech namens Rihorn oder was weiß ich gefangen habe und so halt. Okay, da würde jetzt eigentlich X-Bad sehr gut passen. Aber, naja. Weil Komprimator, das ist natürlich wieder so eine dreckige Attacke, ne? Also. Ich meine, damals habe ich gedacht, das Viech wird wirklich so klein, aber naja.
Ich weiß nicht. Och ja, Verteidigung steigt stark. Leck mich doch am Sack. Welches Level war eigentlich das Slimer? Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Och, jetzt hör doch mal auf. Ey, seine Taktik ist einfach extrem nerven. Das ist so... Oh. Ich meine, er kann nerven, dann kann ich auch mal nerven. Der hat bisher Komprimator, Säurepanzer und was war das noch? Irgend noch ein Move. Habe ich jetzt gar nicht mehr so ganz im Sinn, aber... Jetzt hör doch mal auf. Seine scheiß Verteidigung steigt nicht mal mehr. Kann doch nicht mal mehr ansteigen. Da habe ich mir ja was angelacht. Sag mal, hast du überhaupt irgendeinen Angriff, der irgendwas bringt? Matschbombe oder so? Wobei, Matschbombe, das ist ja noch nicht mal mehr. Ich glaube, das kann man gar nicht gegen Stahl-Pokémon einsetzen, weil das nämlich nichts bringt. Also, der bringt rein gar nichts. So, Superschall, komm. Ey, langsam tick ich aus. Das ist doch mal... Das ist doch scheiße, ist das. Triplette. Puh. Ich will jetzt auch nicht mein X-Ball reinhauen, sonst haut er mir... Donnerschock. Yay. Und Donnerschock kann den ja auch so vernichten. Immerhin hat er nur seine Verteidigung erhöht, nicht seine Spezialverteidigung. Und jetzt setzt er sein X-Bad ein. Ja, welches ich natürlich mit Donnerschock besiegen möchte. Sein stärkstes Pokémon übrigens. Und da wird er mit Sicherheit dann auch seine ganzen Dinger einsetzen. Top-Genesung oder was weiß ich. Magneton, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Komm schon. Bitte. Magneton, du bist scheiße, weißt du das? So, ne Witz, das geht mir tierisch auf den Sack. Geht doch! Jetzt dauert das sowieso wieder 3 Jahre, bis ich diese scheiß X-Bad mal wieder treffe. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ah, komm schon. Ja! Und wehe, das ist jetzt nicht tot. Wehe, das ist jetzt nicht tot. Yes, Baby! Geht doch! Sogar Volltreffer! So, da sag ich mal, Magneton ist wirklich eine sehr gute Anschaffung gewesen. La la la. Ah, du hast dich als würdig erwiesen. Ich habe alle meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fähigkeiten verbessern. Betritt den nächsten Raum und stelle dein Können unter Beweis. Das werde ich tönen, aber erstmal werde ich meine Pokémon heilen und alles. So, meine Lieben. Magneton hat super gute Arbeit geleistet. Für 6 KP werde ich jetzt keinen Hypertrank verschwenden. Aber Toptrank. Suiko natürlich jetzt gar keine gute Arbeit geleistet. Suiko ist einfach nämlich nur schlecht und behindert. Scheiße und doof. Aber es wird trotzdem geheilt. Immerhin kann ich das eventuell als Opfer nutzen. So, man sieht zwar Lava außenrum, allerdings ist dieses ein... Stein, Kampf, Drecks, Peniskopf, Top 4 und so. Und da, ich meine, als erstes kommt ein Onix in den Kampf. Oder nee. Capoeira. Als erstes kommt Capoeira. Dann hat er noch einen Nocturne, einen Kikli, einen Onix und einen Machomai. Ach verdammt, jetzt habe ich vergessen. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unsere Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Ulki, du wirst dich unseren unbändigen Kraft beugen müssen. Ua! Zu seinen letzten 2 Worten kann ich jetzt nicht gerade viel sagen. Na, als erstes Typ den Capoeira kommen? Ja, meine ich ja. Auch ein cooles Pokémon. Und ich meine, sein stärkstes Pokémon dürfte auf Level 45 sein. So, als erstes... Ja, Capoeira ist ein verdammt schnelles Pokémon, das ist das Problem, aber... Es ist schnell, aber nicht, glaube ich, nicht so stark. Na, was? Gut. Da habe ich ja schon ein bisschen was gekommen. Und weg ist es. Und jetzt dürfte der irgendein Onix oder sowas raushauen. Glaube ich zumindest.
X-Bad versucht Horrorblick zu erlernen, aber X-Bad kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Horrorblick vergessen werden? Ah, vorerst nicht. Horrorblick werde ich eventuell dann wieder beibringen, wenn ich mir Raikou und Entei fangen möchte. So, jetzt kommt Onix, da setze ich Impergato ein. Und mit Surfer müsste Onix eigentlich weggebasht werden. Bis jetzt finde ich eigentlich, schlage ich mich gar nicht so schlecht gegen die Pokémon-Liga. Ich habe ein ausgewogenes Team, ich habe verschiedene Elemente und setze diese eigentlich relativ gut ein, finde ich. Jetzt hat er nur noch Kampf-Pokémon. Aber seine Kampf-Pokémon, die er hat, sind eigentlich relativ mies. Nocturne zum Beispiel könnte X-Bad sehr gefährlich werden. Allein schon wegen Donnerschlag und Eishieb. Was hat. Ich meine, die Sau hat Feuerschlag, Donnerschlag, Eishieb und noch eine Kampfattacke. Da versuche ich es mal kurz mit Fliegen. Eishieb, wusste ich's doch. Ach, verdammt! Fliegen, du bist scheiße. Na egal, Eishieb sollte X-Bad nicht komplett vernichten. Oder kaum, was? Geht denn da ab? Hat X-Bad so gute Verteidigungswerte? Naja. Okay, Flügelschlag hätte auch gereicht. Ich denke mal, X-Bad wird jetzt auch gegen den Rest dieser dreckigen Art kämpfen. Und wenn X-Bad das nicht schafft, dann wird, denke ich mal, Suicune mit Windstoß ein bisschen weit reißen können. Hoffe ich zumindest. Oh ja, 46 sogar. Flügelschlag, mal schauen, wie viel das abzieht. Wenn es mehr als die Hälfte ist, mache ich nochmal. Wenn es weniger, dann mache ich Fliegen. Ist es mehr als die Hälfte, dann mache ich das nochmal. Oh, ich glaube, das wird X-Bad nicht überleben. Eindeutig nicht. Nein. Na, ah, scheiße. Okay. Magneton wäre auch eine schlechte Idee. Miltank auch, genauso wie Keifel. Impergator könnte man schon mal besiegen. Aber ich setze erstmal Suicune ein. Und dann Windstoß. Windstoß wird manchmal natürlich nicht komplett besiegen, das weiß ich jetzt schon. Aber, naja. Noch nicht mal ansatzweise die Hälfte von dem, was es jetzt hatte. Und Suicune ist, glaube ich, tot. Kreuzhieb ist nämlich eine richtig miese Attacke. Nein, das war so klar. Ach du Scheiße, wie mir das auf den Sack geht. Okay, da muss man sich jetzt mal erstmal richtig schön reingehen lassen, wie wenig Suicune abzieht. Ich glaube, dann werde ich Suicune jetzt dafür missbrauchen. Warte mal. Mir fällt gerade auf, Kreuzhieb hat mir genau die Hälfte abgezogen. Nein! Und noch ein Volltreffer. Okay, Impergator. Und wenn Impergator kurz vorm Sterben ist, dann werde ich X-Bad mal versuchen wiederzubeleben. Ich denke mal, Surfer sollte gut sein. Biss kann ich hier so gut wie gar nicht gebrauchen, weil Undichtattacken nicht wirklich gut auf Kampf-Pokémon zu sprechen sind. Okay, okay. Dann nochmal einen Schlitzer versuchen. Dann sollte das eigentlich gehen. Impergator, komm, das überlebst du. Das war knapp. Nee, ich gehe auch nur mal sicher noch einen Surfer. Und dann gegen Kikli werde ich meinen Impergator heilen und zack. Ach Gott, das wird was. Puh. Bis jetzt bleibt das Ganze noch relativ spannend, finde ich. Also. Okay, ich sag mal so, den Kampf hier kann ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr verlieren. Also gegen diesen komischen, wie heißt der noch? Ich habe keine Ahnung, wie der nochmal heißt. Aber. Hypertrank. Pagator. Turmkick? Oh Mann. Ich meine, Turmkick war die Attacke, wenn die nicht trifft, verliert Kikli ein bisschen Leben. Und Kikli dann aufs Maul fliegt. Na. Okay, noch nicht mal ansatzweise die Hälfte. Doppelkick zieht nicht so viel ab. Ich denke, ich versuch's mal mit Schlitzer und hoffe auf einen Volltreffer.
Ich bin so cool, Mann. Habt ihr jetzt nicht gehört? Bruno heißt er, genau. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Der klingt ja schon genauso wie Zema. Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Ein Mann, der nicht zu großen Worte, das gefällt mir. Beleber. Okay, dann muss ich nochmal eine Pokémon heilen. Okay, jetzt haben wir eigentlich nur noch zwei Gegner vor uns. Einmal, wie heißt die? Melanie oder so? Oder Melina oder keine Ahnung, irgendwas mit M? Die hat Unlicht-Pokémon. Aber auch wenn sie Unlicht-Pokémon hat, die meisten Unlicht-Pokémon von ihr haben, ich meine, es gibt nur Nachtara. Ich glaube, nur Nachtara ist ein reines Unlicht-Pokémon hier. Ansonsten, Gramux ist ja zum Beispiel noch Flug, Sneebel ist zum Beispiel Eis, Hunduster, also Hundemon ist dann noch Feuer. Ich meine, die hat Geist- und Unlicht-Pokémon. Gengar, Hundemon, Gramux, ach ja, was denn noch? Keine Ahnung. Ich denke, ich werde Miltank mal an erste Stelle stellen. So. Ich bin Melanie, Nummer 4, der Top 4. Du heißt Unlicky, sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Gut. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's. Okay. Und danach haben wir endlich nur noch den, Hampelmann Siegfried vor uns. Oh Gott. Nachtara hat die auf jeden Fall, das war so klar. Ich hab kein Kampf-Pokémon, deswegen ist Nachtara das Viech, was mir am meisten Probleme bereiten wird. Denn Nachtara ist einfach ein Pokémon, das hat verdammt viel Verteidigung. Das hat so einen Scheiß. Das hat wirklich so hohe Verteidigungswerte und Spezialverteidigung auch. Das ist richtig mies. Aber dafür sind die Angriffe, also die Attacken, die Nachtara besitzt. Oder erlernen kann, nicht gerade so die besten. Das ist ein Nachteil daran. So, Feuerschlag, du musst treffen. Yes, Baby, Volltreffer sogar. Nochmal was getrunken. Wen haben wir jetzt? Mit Sicherheit holst du nicht das Geist-Pokémon raus. Giflor hat sie, genau. Ich denke mal, gegen Giflor kann Keifel doch ein bisschen was ausrichten, oder? Ich meine, gegen ein Pflanzen-Pokémon, ein Eis-Pokémon raushauen? Ich meine, es ist zwar Eisboden, deswegen sollten Attacken wie Blättertanz nicht so nicht so extrem sein, aber... Und Hundezähmer hat recht, mein Keifel sieht wirklich aus wie ein Pudding hier. Ein Schokopudding, naja. Eissturm! Okay, nicht mal ansatzweise die Hälfte, aber immerhin. Jetzt nochmal Pulverschnee. Da bin ich mal gespannt drauf. Puh. Okay. Also die Kämpfe sind eindeutig leicht. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wenn ich jetzt darüber nachdenke, der letzte Kampf, oh Gott, ich werde sowas von verrecken. Hundemon, ja. Wegen Hundemon werde ich natürlich meinen Impergator rausholen. Impergator. So. Level 47. Na, und Surfer. Nein! Ah, das ist so eine miese Attacke. Komm schon, das kriegen wir hin, Evagato. Das kann doch kein Problem sein gegen ein Feuer-Pokémon. Ich meine, es ist vor Unlicht, Feuer aber trotzdem. Okay, Schlitzer und dann nochmal Surfer. Das sollte es eigentlich sein. Klatsch. Okay, ja. So, ja, Schlitzer. Ich wollte jetzt gerade sagen Schlitzer und dann nochmal Surfer. Das ist knapp.
Und danach hat die Alte nur noch ein Gengar und ein Kramurx. Das Gengar, das könnte eventuell noch ein Problem werden, aber ich denke mal, ich habe zwei Pokémon, die Biss besitzen. Gottchen, noch Gottchen, noch Gottchen. Gengar. Ne, ich werde meine Pegator weiterkämpfen lassen. Beute. Hypertrank. So, der hat... Ich glaube, was hat er denn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Puh. Der hat mir nur 8 abgezogen. Was für einen Move könnte der haben, der 8 abzieht? Nachtnebel eindeutig nicht. Ah, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Na, los, los. Beiß das Ding kaputt. Ah, das ist schade. Oh, jetzt sieht man, wie viel Fluch abzieht. Oh, das ist so mies. Und ich meine, Fluch zieht von Mal zu Mal immer mehr ab. Nein, die Attacke ist scheiße. Gengar versucht ein beidseitiges K.O. Hm. Ja, das finde ich jetzt ja gerade nicht so toll. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Naja, egal. Ich habe immerhin Gengar besiegt, das ist gut. Als nächstes kann sie nur noch Kramurx einsetzen und gegen Kramurx setze ich Magneton ein. Und dann sollte ich eigentlich den Kampf so gut wie gewonnen haben. Donnerschock. Ja, und starke Attacken gegen meinen Magneton hat Kramurx nicht. Deswegen ist Magneton auch sehr, 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 sehr ein Vorteil. Und zwei Donnerschocks und das ist es. Ah, mit Donnerblitz wäre das jetzt schon weg, aber naja. Ich werde mich gedulden, ich werde mich gedulden. Ich werde mich auf jeden Fall gedulden, ja. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. 1008, okay. Können wir das auch? Nun, du bist gut. Das gefällt mir an einem Trainer. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag dein Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Champ. Wartet, ja. Oh Mann, oh Mann. Okay. Was habe ich denn jetzt alles noch auf der Kante? Ich habe noch Elixier. Ich habe, glaube ich, noch... Äther habe ich auch noch 3. Okay. Denk mal, das sollte nicht so ein großes Problem werden. Aber Problem werden auf jeden Fall die Pokémon, die der Sack hat. Denn, der hat einfach zu mächtige Pokémon. Der hat... Das ist so assi. Naja. Safe. Speichern. So. Denn der Sack besitzt Glurak, Aerodactyl und 3 Dragorans. Ja, das ist schon sehr krass. Und ich bin mir nicht sicher, mit welchem Viech der startet. Aber ich gehe einfach mal davon aus, er startet mit einem Pokémon, mit einem Drachen-Pokémon. Deswegen nehme ich einfach mal Impagator an erster Stelle. Ich habe dich erwartet, Ulki. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Diese Musik. Gott, einfach nur genial. Ja, jetzt stehen wir dem Champ gegenüber. Nein! Aber das hat er auch noch. Fuck. Okay, Impagator war echt eine schlechte Wahl für den Anfang. Okay, Schlitzer.
Ja, komm mal her, ey. Macht das nicht mal so spannend. Er haut gleich alles raus. Okay, Garados muss ich jetzt noch 2 Runden lang aufladen. Das heißt, ich könnte jetzt mit einem mit Glück könnte ich Garados jetzt schon aus dem Weg räumen. Naja. Noch einmal. Er macht's echt nicht spannend. Ohne Witz. Er macht's wirklich nicht spannend. Der Typ, der will einfach nur gewinnen. Er haut alles raus, was er kann. Okay. 2017. Das ist so scheißen krass viel. Setz Dragoran ein. Oh Gott. Okay. Dann werde ich dir mal zeigen, was ich alles so für Pokémon habe. Suicune wird mir in diesem Kampf sowas von gar nicht helfen können. Okay, doch, gegen Glurak und Aerodactyl, aber naja. Naja, Suicune habe ich jetzt eigentlich nur rausgehauen, damit ich meinen Impagator heilen kann, denn Impagator ist eine wichtige Waffe gegenüber seiner Drachen-Pokémon. Und seiner Stein-Pokémon. Und seiner Feuer-Pokémon. Seiner Pokémon. Okay. Donner, Suicune sollte eigentlich weg sein. Was? Suicune ist nicht weg? Respekt. Ich weiß nicht, was ich einsetzen soll. Naja. Suicune ist jetzt endgültig weg. Werde ich eventuell hin und wieder vielleicht nochmal als Opfer benutzen später, wenn es geht. Wenn es geht. Okay, das wäre jetzt eigentlich Kalfels Auftritt. Eissturm. Windhose ist keine so gute Attacke. Wird mir aber trotzdem, denke ich mal, einiges abziehen, weil Dragoran stark ist und... Oh, scheiß die Wand an. So, okay, da bin ich mal gespannt. Und Kalfel besiegt das erste Dragoran. Das ist doch was. Okay. Das ist doch schon mal richtig super. Oh Mann, oh Gott. Glurak, okay. Das wäre jetzt eigentlich der Auftritt für meinen Impagator. Ja, geh mir die auf den Sack. Oh Gott, ey, das ist so scheißen krass, der Teil. Okay, Surfer. Gegen Glurak werde ich nur Surfer einsetzen. Ich werde mich nicht auf mein Glück verlassen und Schlitzer einsetzen, nein. Auch gegenüber Aerodactyl werde ich nur Surfer einsetzen. Ice Heap auch nicht, nein. Okay. Nur Surfer. Muss denn jedes seiner Pokémon Hyperstrahl haben? Ist das nicht ein bisschen sehr übertrieben? Ich find's eigentlich schon. Okay. Jetzt schlage ich mich noch ganz gut. Jetzt holt er, glaube ich, noch Dragoran raus. Ja, weil Dragoran Donner hat, denke ich mal. Ich gehe einfach davon aus. Aber ich meine, eins von den Dragorans hat auch noch Feuersturm oder sowas. Irgendeine Feuerattacke, 100 Pro. Wodurch ich dann mein Kaifel im Grunde auch schon wieder vergessen kann. Kaifel, halt das raus, dann hast du schon dieses Dragoran auch gewonnen. Ja, komm, bitte, nein. Volltreffer. Naja, egal, Impagator wird das machen. Ice Heap, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Ich denke mal, nicht mal die Hälfte, aber trotzdem. Okay. Noch einmal. Und das zweite Dragoran ist weg. Okay. Jetzt haben wir noch 2 Gegner. Ein nerviges weiteres Dragoran. Welches X-Bald erstmal versuchen kann. Ich werde X-Bald nicht ansatzweise kämpfen lassen. Ich werde nämlich jetzt meinen Kaifel wieder aufpumpen. Und dann denke ich mal auch noch meinen Impagator aufpumpen. Und hier werde ich eindeutig Top-Beleber benutzen. Habe ich jetzt zum Glück 2 von. Ja, ein bisschen schneller, danke. Und Wutanfall. Eine so verfickt miese Attacke.
Kanon Volltreffer. Oh, scheiß die Wand an. Okay, Kai, willkommen. Du darfst. Du darfst. Eissturm. Erstmal Eissturm, um auch nur ein wenig seiner Geschwindigkeit zu verringern. Kein Volltreffer, kein Volltreffer. Ja. Ich muss es einfach auf gut Glück jetzt versuchen dann. Okay, okay, okay. Geschwindigkeit sinkt und... Ja! Das heißt, das letzte Dragoran habe ich auch weg. Jetzt hat er nur noch eine Aerodactyl. Und das wird mit Sicherheit nicht gegen meinen Impagato ankommen. Und selbst wenn, ich habe noch einen Keifel und... Oh Gott. Ich habe es geschafft im Grunde. Den Part werde ich jetzt überziehen. Das ist mir so scheißegal. Ja, gegen Aerodactyl werde ich auf jeden Fall kein Pokémon tauschen. Ich werde einfach mal gucken, ob Keifel in irgendeiner Weise was gegen Aerodactyl ausrichten kann. Aerodactyl ist ein schnelles Pokémon, das weiß ich. Pulver Schnee. Sehr effektiv, das ist mir schon klar. Nein. So, Hypertrank, wo haben wir ihn? So. Antikraft. Alter. Okay, 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 okay. Dann einmal Eissturm, dann sollte... wie ist das denn jetzt? Okay, normal. Eissturm sollte dann die Geschwindigkeit des Aerodactyls verringern, eventuell sogar schon, sogar schon töten. Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay. Geschwindigkeit sinkt, Pulverschnee und weg. Ah, okay. Aerodactyl ist wirklich verdammt schnell. Viel zu schnell. Aber Keifel hat's besiegt. Das gefällt mir. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft mit den Pokémon. Aber nun ja, der wahre Kampf wird mir ja noch bevorstehen. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Boah! Du bist sehr stark geworden, Ulki. Deine Pokémon haben deine starke und aufrichte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. La la la. Oh, nein, alles ist vorbei. Professor Eich, wenn du nicht zu langsam wärst. Ah, Ulki. Es ist schon lange her. Du siehst erhaben aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon... Ich glaube, an dich hat sie all das durchstehen lassen. Ich habe keine Ahnung mehr, habe gerade kurz weggeguckt. Ja. Glückwunsch, Ulki! Ein Interview mit dem neuen Champ! Das wird mir alles ein wenig zu laut. Ulki, kommst du mit mir? Na klar! Moment! Wir haben das Interview fast vergessen! Ja. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeiten gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft für... Leidenschaft für und Vertrauen in seine Pokémon ein... Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Ich muss mal kurz entspannen. Kurz, ne? Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Ulki, darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Nee! Nicht mit Suicune!
Das gefällt mir, muss ich zugeben. Meine einzelnen Pokémon werden jetzt nochmal aufgeführt, also die ich jetzt im Team habe. Ich muss aber zugeben, ich hätte mir das Ganze ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ich muss auch zugeben, ich habe auch wirklich Pokémon genommen, die ich vorher noch nie trainiert habe. Nicht einmal ansatzweise. Also X-Bart habe ich zwar schon mal trainiert, aber... Hat es ja nicht mal so ansatzweise gute Attacken. Impagator ist natürlich normal. Oh cool, da bin auch ich. Ich bin auch mein eigenes Pokémon. Keifel hatte ich vorher noch nie im Leben trainiert. Genauso wenig wie, wie heißt der Teil noch? Ach, scheiße. Wie heißt das Ding noch? Keine Ahnung. Ich habe schon wieder an den Pokémon vergessen. Egal. Spielzeit 45 Stunden, 21, ja genau. Professor 1 Bewertung. Du wirst immer besser. Hast aber noch einen langen Weg vor dir. Leck mich. Na. Yeah, das werde ich jetzt noch durchlaufen lassen und dann werde ich den Part beenden. Dann wird es ein über 40 Minuten Part, denke ich mal, eventuell sogar mehr. Und ja, dann mal schauen, wie ich das insgesamt dann eventuell cut ich das eventuell nochmal oder nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir dann auch direkt in den zweiten Teil mit ein. Dann gehen wir nämlich ab nach Kanto. Und eventuell werde ich mir da dann noch ein Rihorn fangen, weil ich habe eigentlich richtig Bock darauf, ein Rizeros in meinem Team zu haben. Das kann ich nämlich auch wirklich gebrauchen für den Kampf gegen Schrägstrich Rot. Weil ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich einen Lavita fangen kann und mir das dann auch noch irgendwie in der Zeit trainieren kann und alles. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Muss ich zugeben. Ich würde lieben gern, aber das Problem ist, es dauert auch wieder so lange. Ich meine, auch wenn ich meine Taste da habe und das alles schnell machen kann, aber nee. Da muss ich nochmal genau drüber nachdenken. Ich meine, was hat Ash für Pokémon? Ash hat ein Cyana. Da habe ich meine Pokémon mit Biss und weiß ich nicht alles. Die kann ich da ganz gut einsetzen eigentlich, denke ich mal. Ich habe mein... er hat ein Pikachu. Da würde ich Rizeros ganz gut einsetzen. Und zwar mit Erdbeben. Auch wenn Rizeros langsamer ist. Da muss ich einfach darauf verlassen. Muss ich einfach Glück haben, dass Eisenschweif nicht trifft. Von Pikachu. Dann hat er einen Turtok. Da habe ich ja mein Magneton. Denke ich mal, auch mit Blitzkanone oder Donnerblitz. Sein Bisaflor habe ich mein X-Bad für. Sein Glurak, da habe ich mein Impagator für. Und sein Relaxo, da habe ich im Grunde kein Pokémon für. Aber da werde ich auch nicht mehr finden. Naja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Kristall. Aber dann auf dem Weg nach Kanto. Tschüssi und Kowski.